Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem etwas anderen Vorstellungsvideo. Bei mir ist ein Unboxing ja immer ein Unboxing, das wisst ihr ja, und ich hatte die Geräte jetzt schon ausgepackt. Ich habe die jetzt extra nochmal eingepackt für euch, um halbwegs ein Unboxing und nochmal zu machen, um euch das zu zeigen. Und die sind jetzt auch beide bei mir schon seit ein paar Tagen, nee, seit Anfang der Woche. Fast eine Woche. Eigentlich eine Woche. Warte mal. Was haben wir jetzt? Freitag. Ja, seit einer Woche sind die im Test. Seit einer Woche sind die jetzt im Test und ich mache jetzt mal ein komplettes Video mit euch. Wo ich das jetzt alles nochmal durchnehmen werde. Den hatte ich im Schlafzimmer dran und den hatte ich im Wohnzimmer dran. Ich mache jetzt mal einmal mit euch komplett alle einzeln. Ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich mache. Mache ich einzeln oder mache ich... Ich mache einzeln. Gehen wir erstmal den durch, der im Schlafzimmer dran war. So. Das ist der HDMI Switch 4x1 PIP Ligavo. Und zwar von Ligavo, meine ich, und das ist die Nummer 6518869. Ist im Prinzip, der ist, braucht euch nicht wundern wegen dem schwarzen Karton, der ist auch aus der Pro-Serie. Weil normalerweise wissen wir ja, Ligavo Pro-Serie, ganz unspektakulärer weißer Karton. Nein, dieser ist auch aus der Pro-Serie. Ich habe hier mal wieder alles eingepackt. Haben wir hier den Splitter. Wir haben einmal eine Fernbedienung haben wir mit bei. Ich habe da natürlich hier aufgepasst, dass da alles okay ist. Das ist die Fernbedienung, die haben wir mit bei. Die räume ich mal wieder weg. Dann haben wir ein Stromkabel mit bei. Und wir haben den IR-Sensor mit bei. Den habe ich nicht angeklebt gehabt. Hier, also bei mir klebt ist der Nippel noch einzeln. Ich hatte, da ist der IR-Sensor, ich hatte das dann halt so oben, so drauf, weil ich brauchte auch nicht lang machen. Ich habe halt nur halt den hier rein gesteckt und habe das so gelassen und habe das dann halt so liegen lassen, weil im Schlafzimmer, da guckt da keiner, da bin ich die ganze Zeit drinne. Und hier wurde mir nochmal als Tipp gegeben, alle die so eine Wandhalterung haben, sind Pro-Serie. Wusste ich auch nicht vorher. So, und dann haben wir hier auch das gute Stück. Den werde ich auch gleich nicht ganz einpacken. Wir gucken nochmal im Vergleich zu dem anderen an. Wir haben hier 4 Input-Geräte, können wir hier ran machen. 1, 2, 3 und 4. Und einen haben wir als Output. Auf der Seite. Und da ist einmal Wandhalterung. Und da ist nochmal Wandhalterung. Seht ihr das? Ja, da. Und da. Und hier vorne haben wir denn den Ein- und Ausschaltknopf. Das ist der IR-Sensor. Also da können wir das anfunken. Ne, das ist die Air-Control. Also das ist die Control. Okay. Dann haben wir da, was haben wir da? Da ist der Anschluss für den IR-Sensor. Und hier auf den LEDs können wir halt sehen, welche Quelle wir gerade anhaben. Also erstes Power, zweites Output. Und dann sehen wir halt, welche, also Power ist an, das wir anhaben. Output, wenn wir ein Output-Gerät überhaupt angeschlossen haben, HDMI-Kabel dran ist und dann, also die beiden leuchten und dann eine von den vieren, das kommt drauf an, was ihr euch da aussucht. Hat bei mir alles wunderbar geklappt, hat alles super geklappt, ich war sehr zufrieden. Den hatte ich so im Schlafzimmer dran zum Testen. Lass ich mal ausgepackt. Ich packe mal noch dazu den hier aus im Vergleich, dass ihr das mal sehen könnt. Die sehen fast identisch aus. Bloß, dass der jetzt natürlich, dass der jetzt hier nochmal eine Ladung größer ist. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Da seht ihr die beiden mal so im Vergleich.
ja, dass der hier jetzt wesentlich breiter ist, also länger ist, aber von der Höhe sind sie gleich. Von der Tiefe her seht ihr auch hier, dass der, ich zoom mal ran, da seht ihr das besser, dass der hier ein Stück breiter ist. Ja, funktioniert wunderbar. So, das ist jetzt ein 4:2. Da haben wir auch das Gerät drin. Wir haben ein Heft drin. Ich habe hier die Fernbedienung wieder drin gemacht in die Tüte. Die habe ich mir aufgehoben. Die hatten wir mit bei. So, oh, hier habe ich noch die einzelne Tüte. So, hier habe ich nochmal, das hatte ich nämlich so einzeln drinnen nochmal drin gemacht in eine Tüte, damit es mir nicht verloren geht. Hier ist nochmal die Wandhalterung, die brauchte ich natürlich nicht, weil ich bei mir ja nicht an der Wand schraube. Ja. Hier haben wir den Stromkabel, den habe ich jetzt mal hier so drin geschüttelt. Also, ja. Und dann haben wir hier noch, oh, ist mir wieder, habe ich nicht richtig zugemacht. Seht das? Da habe ich auch den Sensor nicht weiter großartig rausgemacht, weil den brauchte ich ja nicht großartig viel rausmachen. Weil in der Schrankwand fällt es ja sowieso nicht auf, wenn das da liegt. Also das sieht man nicht. So, das ist alles das, was mit bei ist. Kann ich das mal wieder wegpacken. Na, komm her hier. So, Fernbedienung hier oben wieder rauf. So. Die Anleitung dahin. So, und hier haben wir natürlich jetzt ein viel größeres Display zum Anzeigen. Seht ihr das? Ja, und das ist jetzt auch ein 4:1, ist hier fast genau der gleiche. Der hier schaltet auch, also der andere, den ich euch vorher gezeigt habe, der schaltet auch automatisch um. Jetzt seht ihr auch hier, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass der eine automatische Umschaltung hat, automatisch. Das heißt, wenn ihr die PlayStation 3 anmacht und ihr vorher einen Receiver dran habt, also praktisch auf 1 ist der Receiver, ihr macht einen Receiver aus, macht die PS3 an, springt er sofort auf den HDMI-Port für die PS3. So, und hier haben wir natürlich ein größeres Bedienfeld, denn hier kommt noch die Audio-Geschichte dazu. Hier haben wir auch noch mehr Knöpfe hier vor hinten dran. Wir gehen erstmal auf die andere Seite, dann kann ich euch das mal so ein bisschen erklären. So, wir haben hier natürlich unsere Eingangsgeräte, so wie beim anderen auch. 1, 2, 3, 4. Und ein Ausgangsgerät. Auch wie beim anderen. Plus, da, der optische. Das ist der optische Anschluss. Dann können wir einen Toxlink anschließen. Und dann geben wir den Ton, der hier rauskommt. Also praktisch, wir haben hier, sagen wir mal, PlayStation 3, PlayStation 4, die Wii und den Receiver dran. Und dann suchen wir uns jetzt zum Beispiel aus die PlayStation 4. Wir möchten das Signal der PlayStation 4 am Fernseher haben. Das kommt denn hier raus. Und zusätzlich kommt der Ton, der hier im HDMI drin ist, auch über den optischen bzw. über den Stereo-Klinkenstecker hier auch raus. Können wir ein ganz normales Headset anschließen. Das ist ja auch möglich. Oder wir machen, und den machen wir dann zur Dolby-Anlage. Achso, mein Kaminfeuer ist das, wo ich mich schon gewundert habe. Und den machen wir dann zur Dolby-Anlage. Und hier ist der Strom. Und dann haben wir auf der anderen Seite jetzt natürlich auch noch mehr LEDs. Wir haben einmal hier für Power. Hier ist der Knopf. Nehmen wir Power. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Der zeigt uns natürlich, welcher HDMI-Port gerade an ist, welchen wir ausgeben. Und dann zeigt er da Output, das Output funktioniert. Und hier sind die verschiedenen Toneinstellungen. 2.0, 5.1, 7.1, ARC. Das sind die. Die zeigen uns an, welchen Ton wir praktisch auf unserem HDMI bzw. auf dem optischen Kabel haben. Denn da nochmal der Sensor. Da ist der IR-Anschluss für den IR-Sensor. Das heißt, wir können auch das komplett hinter der Wand verstecken. Und hier haben wir dann noch die Tasten zum Stellen, die einen sehr schönen Druckpunkt haben. Die haben so einen leichten Rot-Touch, so einen roten Punkt in der Mitte. Bedient sich sehr gut und sehr super. Und ich habe es auch jetzt im Einsatz im Wohnzimmer gehabt. Hat alles wunderbar funktioniert.
Leider ist mir meine Kamera abgeraucht, beziehungsweise meine Videos abgeraucht. Nicht die Kamera, sondern die Videos, wo der PC sich abgeschaltet hatte und dann irgendwie eine Reparatur machte. Deswegen fehlt jetzt logischerweise das richtige originale Unboxing und das Hardware-Video, wo ich euch die Hardware zeige. Deswegen mache ich ein komplettes Video, habe ich gedacht, weil es fast die identischen Geräte sind, damit ihr mal den Unterschied zwischen den beiden Geräten seht. Also hier habt ihr auch logischerweise eine Fernbedienung dabei und ihr könnt den Ton auskoppeln. Ja, wenn ihr sagt natürlich, das ist jetzt sehr interessant für Leute, die jetzt aufnehmen wollen, also PlayStation aufnehmen wollen oder Xbox oder irgendwas dergleichen, die jetzt sagen, die brauchen halt ihren Ton. Von der PlayStation können wir dann halt auf normale Stereo-Kopfhörer machen oder auf, ja, auf optisch. Optisch ist für mich sehr interessant für mein optisches Headset, weil mein Headset basiert auf dem optischen Kabel, wo der Ton herkommt. Da ist das für mich dann sehr interessant gewesen und habe ich auch direkt mit meinem Kopfhörer verbunden und hat super funktioniert. Deswegen, weil wenn man aufnimmt, darf man ja nicht den Fernseher anhaben vom Ton, weil sonst gibt es eine Rückkopplung mit seinem eigenen Mikrofon und das ist dann doof. Deswegen Fernseher schön lautlos. Den Ton haben wir hier drinnen. Der kommt ans HDMI. Vom HDMI geht er ja logischerweise raus ins Aufnahmegerät. Vom da zum Fernseher und Fernseher machen wir stumm. Und wenn wir den Ton haben wollen, können wir den ohne Probleme über diesen optischen oder über den Stereo-Klinkenstecker wieder haben. Ohne Probleme. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt den besten Ton da abgreifen und weiterleiten zur Dolby-Anlage oder was weiß ich, ich habe keine Soundbar, ich habe keine Dolby-Anlage, mir reicht meine Fernsehboxen aus. Ich habe auch kein Headset oder so, wo jetzt ein optischen Kabel benötigt, wo ein optischer Kabel benötigt wird. Dann könnt ihr natürlich auch ohne Probleme das kleinere Modell nehmen, weil da wird wirklich nur direkt HDMI weitergegeben an einen anderen, also ans HDMI. Da hat man halt vier Eingänge. Wenn der Fernseher halt nur zwei oder drei hat, hat man jetzt hier vier Eingänge und die kann man an einen Ausgang weiterleiten und den haut man halt zum Fernseher und hat nochmal vier Geräte, die man zusätzlich betreiben kann, wenn es zu Hause nicht ausreicht. Die sind auch alle 3D und 4K tauglich. Also ich habe mich auch extra nochmal versichert. Die können alle beide 3D und 4K. Also ein echtes 4K, also was haben sie gesagt, bis 60 FPS, ja, also 60 Hertz, können die wiedergeben. Also 60 Bilder die Sekunde auf 4K. Die haben auch, soweit ich weiß, auch schon die Unterstützung für HDMI 2.0. Steht nämlich hier irgendwo auch direkt drin. So. Da haben wir doch irgendwo. Müsste da gleich vorne stehen, glaube ich. So, ja. Hatte ich nämlich irgendwo gelesen. Hier. Ob 4K, 2K. 2160p, 3D oder ACR, HDMI. Steht doch, glaube ich, irgendwo, dass es 60 FPS macht. Da 50/60 Hertz geeignet, auch für SPDF, HDMI-Eingänge, 3D, HDMI 2.0, da kann ich euch das zeigen. So, da könnt ihr das, hoppala, da könnt ihr das sehen. Das ist HDMI 2.0, also den neuen HDMI-Standard auch hier. Das gilt für beide Geräte. Beide Geräte haben den neuen HDMI-Standard 2.0. Ich hatte damit auch keine Probleme, die PlayStation 3 bzw. PlayStation 4 zu betreiben, den Amazon Fire TV Stick oder Box zu betreiben oder Receiver. Ich hatte auch kurzzeitig dann für ein paar Tage mal den aus dem Schlafzimmer hier im Wohnzimmer dran und den aus dem Wohnzimmer im Schlafzimmer dran, um das zu testen, weil im Wohnzimmer habe ich natürlich mehr Geräte dran. Da habe ich die PlayStation 3, die PlayStation 4, die Wii, dann habe ich noch mein Fire TV rangeklatscht und dann auch mal den Receiver, halt da mal ein bisschen getauscht. Und von daher habe ich die jetzt wirklich knapp eine Woche im Intensiveinsatz, weil der hier ist, der Fernseher im Wohnzimmer ist immer an.
Einzige, wenn er aus ist, wenn ich ins Bett gehe und ihr wisst ja, ich schlafe kaum. Also von daher habe ich das soweit getestet und erfüllt alles wunderbar. Ich habe auch nichts Negatives festgestellt. Also, achso. Beinahe nicht richtig eingepackt, weil die gehen jetzt nämlich wieder an Ligavo zurück. So. Da werde ich dann nämlich jetzt Montag das Paket packen und dann gehen die Geräte alle wieder zurück nach der Testphase. Dann kriegt die nächsten Geräte zum Testen und diesmal, also da wird der Burner mit bei sein. Wir arbeiten auch, kann ich schon mal insgeheim verraten, an einem Gewinnspiel. Das wird dann auch noch demnächst Preise geben. Ja, da kommt noch was Schönes auf euch zu. Ich habe mir da was Schönes, beziehungsweise wir haben uns da was Schönes einfallen lassen. Das haben wir im Telefonat geklärt, die Firma und ich, dass wir das machen. Ich werde das Gewinnspiel diesmal aber, so will ich es am liebsten haben, nicht bei mir direkt machen. Wir werden da zusammenarbeiten, Ligavo und ich, für das Gewinnspiel. Aber das eigentliche, weil Ligavo hat schon so ein vollfertigtes Impressum für Gewinnspiele und sowas alles. Und ja, dann kann das Gerät auch direkt, dann muss nicht Ligavo mir das Gerät schicken. Ich werde nicht sagen, was wir verlosen werden, es wird was Schönes werden, schicken und dann geht es zu euch. Nee, dann machen wir das nämlich gleich so. Wir machen das Gewinnspiel und dann schickt Ligavo euch das Ding einfach zu und fertig ist. Ja, da könnt ihr euch auf was hier fast machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.